Es war zwar keine Liebe auf den ersten Blick, aber wir waren ein gutes Team. Und wir hatten 6 Kinder. Wie es dazu kam? Hier meine Story im Schnelldurchlauf. Die Ideen von Martin Luther hatten sich bis in unser Kloster in der Nähe von Grimma rumgesprochen. Deswegen sind meine Freundin Ave von Schönfeld und ich und außerdem noch 10 andere Nonnen 1523 nach Wittenberg geflohen. Nur eine Heirat konnte mich als entlaufene Nonne vor dem Gossip in Wittenberg bewahren. Deshalb musste ich unter die Haube gebracht werden, auch um finanziell über die Runden zu kommen. Aber ich wusste ja noch überhaupt nicht, wie man sich als Frau so benimmt. Also außerhalb des Klosters. Was soll ich anziehen? Was mache ich mit meinen Haaren jetzt so ohne Haube? Barbara Kranach hat mir echt viel geholfen in meiner neuen Welt. Hey ihr Lieben, heute habe ich einen Gast mitgebracht und wie ihr seht, braucht sie ein Umstyling. Deswegen waren wir heute auch schon shoppen. Ohne sie hätte ich nichts kapiert. Cool. Wen willst du denn verführen? Das sieht gut aus. Das Kleid haben wir bei H&M gefunden. Das ist sehr bequem. Mit Hieronymus Baumgartner hatte ich eine hoffnungsvolle Beziehung. Ich dachte wirklich, wir heiraten. Doch seine Eltern hatten was gegen unsere Hochzeit. Irgendwann war er einfach weg und meldete sich nicht mehr. Ghosting vom Übelsten, sag ich euch. Ich kam im Haus der Kranachs unter. Im Kloster hatte ich wie in einer Blase gelebt, gut geschützt und wohl behütet. Ich konnte lesen, schreiben, sogar Latein und ziemlich gut rechnen. Vom weltlichen Leben hatte ich aber keine Ahnung. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Frisurenvideo von mir. Heute zeige ich euch und vor allem meiner lieben Katharina hier 3 ganz einfache Hairstyles. Bereit? Los geht's! Well, let me say, I love my hair. Der Martin Luther meinte ja, eine Frau sei dazu bestimmt, Ehefrau und Mutter zu sein. Also schlug er mir Kaspar Glatz vor. Aber mal ehrlich, der war mir viel zu alt und hässlich und zu geizig und zu sehr auf Krawall gebürstet. Ich wollte nicht irgendwen. Ich hatte auch meinen Stolz. Schließlich war ich adlig, gebildet und klug. Der Martin hatte nur Augen für Ave. Doch irgendwie zögerte er. Ava hatte das Warten bald satt und entschied sich für Basilius Axt, einen Mediziner. Ich war sehr wählerisch. Für mich kam nicht jeder in Frage. Außer einem natürlich. Martin Luther. Der Martin brauchte aber noch ein halbes Jahr, bis wir endlich heirateten. Wie gesagt, es war keine Liebe auf den ersten Blick. Aber irgendwann wurde es richtig kuschelig mit uns.